Heute zeige ich euch, wie man ein richtig gutes Bierhändl macht. Hallo, willkommen zurück zu einem neuen Video. Wie schon gesagt, machen wir heute Bierhändl. Und zwar ist das tatsächlich eine Bierdose. Es ist ganz egal, welche Marke oder was ihr da nimmt. Auf jeden Fall sollte es eine Dose sein. Und da stecken wir dann das Händl so oben drauf. Und das ist richtig cool, weil das könnt ihr auch im Sommer auf dem Grill machen. Und die ganze Geschichte, die ich jetzt mache, einfach so in den Grill stellen, Deckel zu, und dann kriegt ihr noch mal echt eine knusprige Haut und dieser geräucherte Geschmack vom Grill. Aber wir machen das jetzt im Ofen. Bin offensichtlich in meiner Küche. Ich zeige euch mal, was ich jetzt alles dafür brauche. Und zwar habe ich hier natürlich ein Händl, das ist jetzt ein Bio-Händl. Und dann natürlich eine Bierdose. Dazu gebe ich Kartoffeln, so kleine Kartoffeln, weil ich schmeiße das jetzt gleich alles in eine ofenfeste Form. Hier. Und das Coole an diesem Gericht ist, ihr schiebt es in den Ofen und wartet eine Stunde, anderthalb vielleicht. Dann habt ihr ein komplettes Gericht, tutti completti. Also hier haben wir unsere Sättiger, die Kartoffeln. Und das ist nämlich richtig gut. Es werden ja keine so knusprigen Ofenkartoffeln, aber die saugen sich so richtig schön voll mit dem ganzen Saft vom Händl und dem Bier. Das Bier schmeckt dann nachher überhaupt auch gar nicht. Dann habe ich hier noch so Paprika. Weiß nicht, ich habe so kleine Paprika im Supermarkt gesehen, habe mir gedacht, cool. Könnt auch natürlich ein, zwei große Paprika nehmen und die schneiden. Dann habe ich rote Zwiebeln. Ich liebe rote Zwiebeln im Ofen geschmort. Mache ich auch manchmal einfach nur so. Dann habe ich hier noch Tomaten an der Rispe und die lasse ich auch so. Die schmeiße ich einfach nur dazu. Und dann noch ein bisschen Karotten, die ich noch klein schneide. Ihr könnt da aber nehmen, was ihr wollt. Ihr könnt Zucchini reinschneiden, ihr könnt da eine Handvoll Pilze dazugeben, ihr könnt Aubergine, wenn euch Aubergine schmeckt, da reingeben. Ihr könnt da jedes Gemüse, was euch schmeckt und taugt, dazu schmeißen und was ihr zu Hause habt. Aber ich habe jetzt das hier und dann noch ganz wichtig, mache ich so eine Gewürzmischung. Und zwar habe ich hier Paprika. Das ist kein edelsüßes Paprikapulver, sondern rosenscharf. Also nehmt einfach ein schärferes Paprikapulver. Dann habe ich Knoblauchpulver, dann habe ich ein bisschen Curry und Ingwer, damit das alles noch ein bisschen eine Schärfe kriegt. Und das schmeckt echt super. Dazu kommt noch Olivenöl und ein bisschen Salz. Und das war's auch schon. Der Ofen ist schon auf 180 Grad vorgeheizt. Dann habe ich das Gitter ganz unten hingeschoben, weil das Händl wird so draufstehen. Da brauchen wir einfach Platz im Ofen. Und ich würde sagen, ich lege jetzt auch direkt los. Also, das allererste, was ich mache, ist das ganze Gemüse waschen. Das ist jetzt hier schon gewaschen. Und dann kommt das ehrlich gesagt einfach nur in diese Form hier hinein. Die ganzen Kartoffeln, die Paprika und die Tomaten. Die Karotten schneide ich ganz grob in Stücke. Und die Zwiebeln schneide ich jetzt auch noch kurz in Vierteln. Dann kommen die auch dazu. Und dann mache ich schon diese Gewürzmischung. Und zwar kommen eben alle Gewürze in hier eine große Schüssel. Dann kommt Olivenöl und Salz dazu. Vermische ich das ein bisschen. Und jetzt wasche ich das Händl und tupfe es ein bisschen ab, damit es trocken ist und damit diese Gewürzmischung auch wirklich haften bleibt. Und dann kommt das Händl zu der Gewürzmischung dazu und das tue ich jetzt schön einreiben. Ihr könnt da Handschuhe anziehen, wenn ihr wollt. Ich mache das jetzt nicht. So, das stelle ich jetzt mal auf die Seite. Und jetzt nehme ich mir das Bier. Das ist eigentlich eine ziemlich große Dose und deswegen schütte ich da, sagen wir mal, ein Drittel weg. Das kann man selber trinken. Cheerio. Jetzt nehme ich mir hier das Backblech oder die Ofenform mit dem ganzen Gemüse und schaue, dass ich in der Mitte mir einen runden Kreis für die Bierdose mache
Und da kommt jetzt auch die Bierdose drauf. Und jetzt nehme ich das Händel so und stecke das ordentlich auf die Bierdose. Und das ist nämlich cool, weil wenn ihr ein Händel einfach so jetzt da drauf legen würdet, dann ist das Händel nur oben knusprig, also die Haut. Und so wird es wirklich rundherum richtig schön knusprig. Und das Coole ist, das Bier wird warm, das heißt, es kommt Dampf rauf. Das heißt, das Händel wird richtig schön saftig, weil es immer mit Feuchtigkeit bedampft wird. Also ich würde sagen, ich schiebe das jetzt in den Ofen und dann sehen wir uns in so einer Stunde wieder. So, es ist fertig. Zwei Sachen nur kurz. Ich weiß, ich habe mich umgezogen. Wir haben gerade in der Zwischenzeit ein anderes Video gedreht und ich habe mich voll angekleckert. Deswegen muss ich jetzt einen anderen Pullover anziehen. Und ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, wenn ich dieses eine Mal nicht probiere im Video. Ich habe nachher ein Abendessen. Es wäre jetzt ultra schade, das alles aufzuschneiden. Aber es riecht fantastisch und es ist richtig knusprig. Schaut aus wie so ein Brathändel. Und hier diese ganze Soße, yummy, ich freue mich schon richtig drauf. Also ich gebe jetzt noch Alufolie drüber und vielleicht ein paar Küchentücher, damit es auch wirklich warm und heiß bleibt bis nachher. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, weil es einfach wieder so ein simples, typisches, mimilisches Rezept ist. Ihr haut alles in eine Backform oder in eine ofenfeste Form rein und nach einer Stunde, anderthalb, habt ihr ein richtig gutes Essen und müsst euch nicht darum kümmern. Und wenn ihr das nachmacht, ich weiß, das sage ich jedes Mal, aber es freut mich einfach so wahnsinnig, wenn ihr mir eure Fotos schickt. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und ihr könnt ja mal durch meine ganzen Videos durchschauen. Ich habe mittlerweile echt viele und mir auch schreiben, welches euer lieblingsmimilisches Rezept ist. Und ja, sonst hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ciao, bis nächste Woche.